Ja, super. Klasse, gefällt mir gut. Aus jedem möglichen Blickwinkel sieht die Uhr gut aus. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Wie du im Laufe des Videos sehen kannst, habe ich dieses Teil, dieses Intro neu angesprochen. Erkennen wirst du es an meinem Haarschnitt. Und das Ganze hat einen Grund. Ich habe in diesem Video bis zum letzten Tag immer etwas Neues dazugelernt, zum Teil festgestellt, dass ich Unsinn erzählt habe, beziehungsweise die Sache nicht richtig eingeschätzt, nicht richtig erkannt habe. Das hat sich bis zum letzten Tag hingezogen. Es lohnt sich also, bis zum Ende dran zu bleiben. Wir haben Freitag, der erste Tag meiner eine Woche am Arm und der letzte Tag von meinem Urlaub. Endlich, endlich ist der Urlaub vorbei. Ich habe mich da schon 2 Tage drauf gefreut, denn seit 2 Tagen weiß ich, dass diese Uhr hier im Anmarsch ist und dass sie seit gestern schon bei mir angekommen war. Ich habe mich selten so auf das Ende eines Urlaubs gefreut. Ich habe sie heute ausgepackt und das Auspacken habe ich euch selbstverständlich gefilmt. Morgen starte ich dann in die 24-Stunden-Tragerhythmen und werde euch darüber natürlich ausführlich berichten. So, jetzt gucken wir doch mal, ob wir hier nicht ein schönes Messer finden, um dieses Paket aufzumachen, was schon vor ein paar Tagen angekommen ist. Aber da war ich noch im Urlaub. Das heißt, ich komme erst jetzt dazu, das Paket aufzumachen. Umso neugieriger bin ich. Ich weiß natürlich, was drin ist. Es ist die neue Wandag Automatik. Und ja, schauen wir mal, ob ich das Paket auch aufbekomme. Lieber Axel, herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Schallmauer Automatik Old Radium. Viele Grüße, Malte und Tim. Finde ich ja klasse. So, und die Box wunderschön eingepackt. Herrlich, super, kein unnötiges Verpackungsmaterial, nichts, was rumfliegt. Klasse, finde ich super, so etwas mag ich. Das Ganze packen wir jetzt in meine Kisten, Aufbewahrungsecke, zack, und schauen mal, was die Uhr so zu bieten hat. Ich meine, im Grunde kenne ich sie ja. Schöne kleine Box, das mag ich sehr. Und ja, super sieht sie aus. Absolut super. Ich packe sie mal hier richtig in die Kamera. Toll. Gefällt mir ausnehmend gut. Und das ist dann auch tatsächlich Tag 1 meiner eine Woche am Arm. Mit dem schwarzen Rotor von Wandag, so wie sich das gehört. Alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr schön. Das Band ist klasse, die Uhr ist klasse. Und an meinem Handgelenk. Ach, da muss ich erstmal hier diesen Pinöppel abmachen. So. Und an meinem Handgelenk. Ja, super. Klasse, gefällt mir gut. Aus jedem möglichen Blickwinkel sieht die Uhr gut aus. Ich freue mich total auf die eine Woche am Arm. Wir haben Samstag, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Und meine Wandag Schallmauer Automatik ist natürlich noch am Arm. Ja, diese Nacht hatte ich gewisse Probleme, sie abzulesen, Probleme in Anführungsstrichen. Ich blende euch hier mal ein, wie mein Nightshot war bei dem Vorserienmodell, was ich zum Review hatte. Und ich muss sagen, so hell hat sie bei mir die ganze Nacht nicht geleuchtet. Ich konnte sie zwar die ganze Nacht ablesen, aber so hell wie hier im Video gezeigt war es nicht. Und dazu kam, und das muss ich noch mal genauer in die Kamera halten,
Denn die Zeigerlängen sind doch relativ ähnlich. Man kann das, glaube ich, ganz gut sehen. Es gibt keinen so eklatant großen Unterschied zwischen Stunde und Minute. Und das macht sich nachts für mich nach meinen Sehgewohnheiten nochmal besonders bemerkbar. Ich werde das natürlich über die nächsten Tage weiter beobachten und euch auch auf dem Laufenden halten, wie sich das bei mir entwickelt. Das Gute ist, ich hatte die Uhr schon im Review, sodass ich euch hier auch zeigen kann, wie die Maße, Daten und Fakten sind. Die Uhr hat einen Durchmesser von 42,5 mm, hat einen Bandanstoß von 22 mm und einen Horn-zu-Horn-Abstand von 50 mm. Die Uhr ist ohne Saphirglas 15 mm dick und mit Saphirglas 16,3 mm. Verbaut ist ein Zeita SW510 BHA Elaboré. Die Bänder haben ein Schnellwechselsystem und die Uhr ist bis 100 Meter wasserdicht. Ja, so viel zu den Zahlen, Daten und Fakten. Aber was habe ich eigentlich in meinem Initial Review, in meinem ursprünglichen Review zu der Uhr gesagt? Auch das können wir uns hier noch einmal anhören. Eine Uhr, die mich richtig begeistert und ich hoffe, ich kann diese Begeisterung an euch weitergeben. Nach meinem aktuellen Stand stehe ich dahinter. Die Uhr ist wirklich toll verarbeitet. Ich freue mich sehr, dass ich sie habe und bin sehr gespannt, was die Woche bringt. Ja, in meinem ursprünglichen Review hatte ich ein Vorsehenmodell. Das ist etwas anders als das, was ich jetzt habe. Zumindest bei einem ganz wichtigen Punkt. Auch den können wir uns hier noch einmal anhören. Die Lünette dreht sich bei diesem Modell hier nur in eine Richtung. Das ist aber dem Präsentationsmodell geschuldet. Das richtige Modell, was ausgeliefert wird, wird in beide Richtungen drehbar sein. Und jetzt zeige ich euch, wie die Uhr jetzt aussieht. Auch das natürlich sehr gerne. Die Lünette dreht in beide Richtungen, so wie es sich gehört, und das Ganze mit 60 Klicks dieses Mal. Ich zeige euch die Klicks nochmal im Video. Da haben wir die Uhr und bis zur 5 Markierung 1, 2, 3, 4, 5 Klicks, also 60 insgesamt und nicht wie bei dem Ursprungsmodell genannt 120. Wir haben Samstag, Tag 2 meiner eine Woche am Arm und natürlich ist die Schallmauer noch am Arm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir sie genauso vorgestellt, wie ich sie am ersten vollen Tag und auch gestern schon erlebt habe. Eine sehr gut verarbeitete sportliche Uhr, präsent, schwer, relativ hoch und trotzdem sehr angenehm am Arm. Mit den Zeigerlängen muss ich die Woche mal gucken, ob ich da vielleicht ein bisschen vorschnell war, ob sie doch gut ablesbar sind oder ob sie sich vielleicht doch zugleich sind. Das muss ich über die Woche ein bisschen beobachten. Insgesamt finde ich die Uhr mega klasse und bin sehr gespannt, wie sich das Gefühl über die Woche entwickelt. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 3, 20 vor 1. Und meine Wandag-Schallmauer-Automatik ist noch am Arm. Ja, letzte Nacht muss ich feststellen, dass sie nachts doch wesentlich besser ablesbar ist, als ich das die Nacht davor gedacht habe. Vielleicht war ich einfach nur müde und kaputt von der Fahrt und von der Vorfreude bzw. der Freude. Diese Nacht war es überhaupt kein Problem und es war absolut super ablesbar zu jeder Zeit. Natürlich nicht so hell wie in dem gestern eingeblendeten Shot von der Vorserienmodell, aber absolut ausreichend hell. Gerade ist die Kamera ein bisschen zusammengerutscht, das Stativ ist was eingerutscht. Ich hoffe, das hat die Aufnahme nicht zu sehr verwackelt. Wir haben Sonntag, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und meine Schallmauerautomatik ist natürlich noch am Arm. Ja, ich bin im Wald, wie ihr hier unschwer sehen könnt, bin mit dem Hund draußen. Und was ich euch da zeigen wollte, in meinem Arbeitszimmer habe ich ein kleines Sofa stehen, so ein Zweisitzer.
Da lege ich mich schon mal drauf ab, wenn ich überlege, wie ich die Welt verbessern. Und wenn ich die Welt, dann vielleicht die Uhrenwelt. Und wenn das auch nicht klappt, dann nur meine Sammlung optimieren kann. Aber in den seltensten Fällen liege ich da wirklich alleine. Denn sobald ich mich da abgelegt habe, bekomme ich Besuch und muss Platz machen. Dann liegen wir zu zweit auf meinem Zweisitzer. Und das kann tatsächlich stundenlang so gehen. Wirklich absolut super. Und jeder, der einen Hund hat, wird verstehen, was für Glücksgefühle das auslösen kann. Ja, morgen ist Montag. Da geht wieder die normale Woche los. Das heißt, wir werden heute Abend dieses wunderschöne Wochenende, was den Abschluss unseres Kurzurlaubs bildet, mit einem kleinen Essen abschließen. Wir gehen etwas essen, ganz in der Nähe. Und dann geht's auch schon wieder los. Heute Abend melde ich mich nicht mehr. Insofern dann bis morgen. Wir haben Montagmorgen, 8:12. Und meine Wandag-Schallmauer-Automatik ist noch am Arm. Ja, ich muss eine Aussage ganz klar revidieren. Die Uhr ist nachts wirklich sehr gut ablesbar. Ich habe echt keine Ahnung, woran es in der ersten Nacht gelegen hat. Ob die Uhr vielleicht erstmal ausreichend Tageslicht sehen musste oder ich weiß es nicht. In der ersten Nacht war sie wirklich nicht so dolle ablesbar. Mittlerweile hält sie locker 6 Stunden durch, ist immer noch gut ablesbar. Ich habe keine Ahnung, was es in der ersten Nacht war. Ist mir auch so noch, glaube ich, bei keiner Uhr oder maximal 1 oder 2 Uhren passiert. Zumindest ist mir so etwas eigentlich fremd. Normalerweise tun es meine Uhren nachts, aber sie tun es nicht. Hier war es tatsächlich so, die erste Nacht fand ich ein bisschen enttäuschend und mittlerweile bin ich super zufrieden und zur Ablesbarkeit, was mir immer sehr wichtig ist, nachts, wie jetzt gesagt, wirklich gut. Tagsüber mit ausreichend Licht und einem ausreichenden Kontrast bei den hellen Farben auch super. Ein kleines bisschen schwierig im Dämmerlicht, Candlelight Dinner und solchen Geschichten, wenn der Kontrast zwischen den Old Radium Zeigern und den hellen Feldern nicht so optimal ist. Da wird es ein bisschen schwierig, aber das wusste ich vorher. Insofern überhaupt kein Kritikpunkt, im Gegenteil. Ich bin mittlerweile überrascht, wie gut sich die Uhr mit den hellen Zeigern auf den hellen Totalisatoren tagsüber ablesen lässt. Wir haben Montag, 4 meiner eine Woche am Arm und meine Schallmauerautomatik ist natürlich noch am Arm. Ich hatte heute einen ziemlich bewegten Tag, viel Schreibtischarbeit, war viel unterwegs, einkaufen bei verschiedenen Ärzten, also wirklich sehr viel abgelenkt und mir ist aufgefallen, dass mir die Uhr nicht aufgefallen ist. Und das meine ich absolut positiv. Wann immer ich auf die Uhr geguckt habe, kurzer Blick reichte, ich kannte die Zeit, ich hatte kein Problem mit dem Kontrast tagsüber bei Tageslicht, sie saß mega bequem am Arm, sie hat nicht gedrückt, sie war genau da, wo ich sie haben musste, ich musste sie nicht zurechtdrücken, das Band war wahnsinnig bequem, es war nicht zu lang, nicht zu kurz, also die Uhr ist mir schlicht und ergreifend einfach nicht aufgefallen im Sinne von, dass ich mich um sie kümmern musste. Hier, manchmal hat man es ja, dass man hier den Kopf zurechtrücken muss oder mal guckt, ob die Schließe sitzt oder vielleicht die Uhr ein bisschen in Position schiebt. Nichts davon. Sie hat einfach gesessen, wie sie sitzen musste und das den ganzen Tag, ohne dass ich darüber nachdenken musste. Und das trotz des Gewichtes, trotz der Bauhöhe und trotz meiner anfangs geäußerten leichten Zweifel. Und das freut mich total. Wir haben Dienstagmorgen, 5 meiner eine Woche am Arm und meine Schallmauerautomatik ist natürlich noch am Arm. Heute werde ich euch ein paar sehr detaillierte Aufnahmen der Uhr zeigen, werde mein Makro auf die Kamera schrauben und euch hoffentlich ein paar Einblicke in die Uhr geben, die ich euch in meinen bisherigen Videos über die Schallmauerautomatik nicht zeigen konnte. Eine Sache ist mir über die Nacht noch aufgefallen. Anders als in dem Vorserienmodell leuchten hier die Zeiger der Totalisatoren nicht. Das heißt, weder die Permanenzsekunde auf der 9 Uhr noch die Stoppzeitanzeige auf dem kleinen Totalisator auf 3 Uhr. Ich finde es ein bisschen schade, damit hat man nachts keine Kontrolle über die Funktion der Uhr. Auf der anderen Seite lenkt aber auch nichts ab. Also das ist, wie gesagt, ein Unterschied zum Vorserienmodell. So, jetzt schauen wir uns doch einfach einmal die
Wandag Schallmauerautomatik etwas genauer an. Und dafür schauen wir uns das natürlich auch wahnsinnig gerne im Makro an. Einfach mal gucken, wie toll die Uhr aussieht. Und hier kann man das schon sehr deutlich sehen. Wirklich klasse. Was ich sehr schön finde, man sieht es am Schattenspiel etwas. Die Totalisatoren sind etwas vertieft. Hier bei dem 9 Uhr Totalisator kann man das sehen. Hier von der Seite, da kommt Licht rein. Und entsprechend sieht man einen Schattenwurf auf dem Totalisator. Das finde ich richtig charmant und gefällt mir wirklich gut. Insgesamt ist die Verarbeitung nach meinem Dafürhalten wirklich klasse. Auch die Gleichheit der Farbe der Leuchtmasse auf den Ziffern und den Zeigern gefällt mir alles wirklich, wirklich gut. Das rote Datum ist Markenzeichen geworden. Ich habe jetzt hier nicht meine ganz großen Lichter aufgebaut, deswegen habe ich ein bisschen viel Schatten. Das sieht also nicht ganz so ideal aus. Aber ich glaube, es wird sehr deutlich, was ich zeigen möchte. Und auch kriege ich das in den Fokus. Na komm, da haben wir doch die Zeigerachsen wunderbar gemacht. Sehr sauber. Man hat es ja oft, dass gerade an den Zeigerachsen der Lack nicht ganz hundertprozentig sauber ist. Finde ich hier alles wirklich toll gemacht. Und auch der Schliff auf den Totalisatoren mit dem radialen Schliff, mit den Kreisen, gefällt mir alles ausgesprochen gut. Eine insgesamt wunderschöne Uhr. Wir haben Dienstag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm. Und meine Schallmauerautomatik ist natürlich noch am Arm. Ja, ich habe euch heute ein paar Detailbilder der Uhr gezeigt. Und ich glaube, ich konnte rüberbringen, wie zufrieden ich mit der Uhr bin. Morgen versuche ich mal mit ein paar Bändern zu spielen. Obwohl ich finde, dieses Band passt an die Uhr wie Arsch auf Eimer. Ich habe also gar nicht den großen Antrieb, mit Bändern zu spielen. Aber vielleicht kommt ja was dabei raus, was mich total überrascht. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, vergleiche ich die Uhr auch mal mit ein paar anderen Uhren, die ähnlich hoch sind, einfach nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch die Uhr baut, wie das Design technisch umgesetzt ist und wie sie sich am Arm im Vergleich mit anderen Uhren macht. Ja, Mittwoch, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Schallmauerautomatik ist natürlich noch am Arm. Ja, wie versprochen möchte ich euch heute ein paar Uhren im Vergleich zeigen, was die Dicke der Uhr betrifft und wie sie am Handgelenk wirken. Ja, jetzt schauen wir uns die Uhren mal an. Hier haben wir also die Schallmauerautomatik, packen die an den Arm und schauen, wie sie am Arm sitzt. Und ihr könnt sehen, es ist eine wirklich präsente Uhr. Sie ist einigermaßen hoch, schwer, aber überhaupt nicht unangenehm. Und was man am Bandanschluss sehen kann, ist, dass das Gehäuse doch eine ganze Ecke über den Bandanschluss übersteht, wodurch die Uhr höher wirkt, als sie den eigentlichen Maßen nach ist. Messen wir die Uhr mal kurz aus, dann wissen wir das auch ganz genau. So, wir haben jetzt hier 16,5 in der gemessenen Höhe. Im Vergleich dazu, die Sinn 7563 mit einem ähnlichen Kaliber. Hier haben wir nur eine Bauhöhe von rund 14 mm. Aber ich finde, am Arm wirkt sie ähnlich knubbelig. Einfach aus dem Grund, dass hier das Gehäuse deutlich kleiner ist mit nur 40 mm. Ich lege die Uhren gleich auch mal alle nebeneinander. Jetzt gehen es erstmal weiter mit der Sinn UX. Ach, da schau einer, guck, die ist stehen geblieben. Da habe ich lange drauf gewartet. Hier ist also jetzt eine neue Batterie fällig. Das war überfällig.
Wie hoch ist die UX? Das schauen wir uns auch mal kurz an. Die liegt bei 13,5 und ist am Arm, denke ich, deutlich flacher als die anderen beiden. Und genauso ist es. Die ist schon fast zierlich, obwohl es mit 44 mm eine relativ große Uhr ist, die aber dank des Quarzwerkes nicht so hoch baut. Die letzte Uhr im Vergleich der Bauhöhe ist meine 103 STSA, die auch relativ hoch ist, wegen der auf beiden Seiten gewölbten Saphirgläser. Hier kommen wir auf über 17 mm in der Höhe. Aber aufgrund der gewölbten Saphirgläser erscheint mir die Uhr und fühlt sich die Uhr am Arm flacher an als die Schallmauerautomatik. Weil bei der Schallmauerautomatik, und die beiden Uhren nehme ich jetzt mal ganz bewusst im Vergleich, hier ist das Glas auf der Rückseite plan und auf der Vorderseite plan, wodurch sich die Bauhöhe auf einer relativ großen Strecke bemerkbar macht, beziehungsweise das Glas ist nicht plan, sondern nur sehr leicht gewölbt, sodass sich eine fast durchgehende große Höhe ergibt. Und bei der 103 ist es so, dass wir hier ein etwas stärker gewölbtes Saphirglas haben und auf der Ziffernblattseite ein wirklich stark gewölbtes Saphirglas, sodass die Uhr am Rand, also da, wo man tatsächlich seitlich drauf guckt, wesentlich weniger Höhe zeigt als in der Mitte. Und in der Mitte ist sie durchsichtig. Das heißt, die 103 ist im Durchmesser kleiner, in der Bauhöhe rein von den technischen Daten her höher, wirkt aber tatsächlich am Arm und auch in der Seitenansicht schmaler als die Schallmauer aufgrund des Glases und der Gehäuseform. Wir haben Mittwochnacht, also genau genommen eigentlich Donnerstagmorgen, kurz nach 1, und meine Wandag-Schallmauer-Automatik ist noch am Arm. Ich habe heute ja ein etwas ausführlicheres Video gemacht und eingestellt. Ich bin da total glücklich drüber und ich bin auch mit der Uhr mega, mega, mega zufrieden. Das Einzige, was ich sagen kann, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, ist, dass die Uhr tatsächlich auch leuchtet, ohne dass ich sie mit der Taschenlampe aktiviert habe. Ich habe das jetzt zwei Nächte hintereinander vergessen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das schon gesagt habe oder nicht. Auf jeden Fall leuchtet sie auch ohne Taschenlampenaktivierung die ganze Nacht. Und das hat mich jetzt von der Leuchtkraft restlos überzeugt. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch, aber ich weiß auch nicht genau, was da los war. Ob ich nur müde war oder die Uhr wirklich eine Grundaktivierung und mal so eine Mega-Aufladung brauchte, keine Ahnung. Jetzt tut sie es richtig gut und das finde ich absolut spitze. Wir haben Donnerstag, Tag 7 meiner eine Woche am Arm und meine Schallmauer-Automatik ist selbstverständlich noch am Arm. Heute wollte ich eigentlich nur ein Fazit machen und sagen, was ich über die Uhr denke, was mir gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Eben wie man es am letzten Tag oder wie ich es am letzten Tag beim Fazit immer mache. Heute muss ich etwas mehr machen. Ich habe mit Malte von Wandag telefoniert. Frohes neues Jahr wünschen, wie geht's euch, was macht der Stress, wie weit seid ihr mit den Uhren, müsst ihr noch viel verschicken, ein bisschen Smalltalk einfach. Und natürlich auch, was kommt bei euch an neuen Sachen, wann kann ich die auf meinem Kanal zeigen, wie weit seid ihr. Einfach so ein paar Termine abstimmen und natürlich auch über die Schallmauer-Automatik und mein eine Woche am Arm-Video, was ich jetzt gerade aufnehme. Dabei habe ich erwähnt, dass ich die Uhr super finde, Pros und Cons, was mir so aufgefallen ist, und auch, dass ich, Klammer auf, meinte, Klammer zu, gemerkt zu haben, dass die Permanenzsekunde und der Minutenanzeiger der Stoppuhr nicht mit Leuchtmasse belegt sind, wie es im Vorserienmodell war.
Malte war entsetzt, weil eigentlich sollte das unbedingt sein. Das sollte gerade für das Nachtbild elementar sein. Und ich war felsenfest überzeugt, dass es nicht so ist. Naja, ich habe dann zu Hause mit meiner Taschenlampe, die ich für die Videoaufnahmen benutze, das Ganze nochmal getestet. Blende euch hier irgendwo die Fotos dazu ein mit meinen entsprechenden Angaben, wie ich die Fotos aufgenommen habe und die kleinen Zeiger haben Leuchtmasse. Ich habe sie aber die ganze Woche nicht wahrgenommen. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich meine Uhr abends, wenn ich sie aktiviere, mit meiner in Anführungsstrichen Hundetaschenlampe aktiviere. Das ist eine ThruNight T10 mit, ich glaube, 2000 Lumen, 1800, irgendwie sowas in dieser Größenordnung. Und die mache ich normalerweise auf die mittlere Stufe, also deutlich weniger. Reicht für die Zeiger und die Indizes allemal. Die kleinen habe ich damit nicht gesehen. Meine Uhren für die Videoaufnahmen aktiviere ich mit einer Phoenix E41. Die hat wesentlich mehr Power, wirklich wesentlich mehr Power. Und damit habe ich, wie ihr auf den Fotos sehen könnt, die Zeiger tatsächlich auch sichtbar gemacht. Ich kann nicht sagen, ob das mehr oder weniger ist als im Vorserienmodell, denn das habe ich ja nur im Video gesehen mit meiner Phoenix E41, nicht in meinem Alltag. Das mag tatsächlich einen Unterschied machen, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall sind die Zeiger mit Leuchtmasse belegt. Das, was ich bisher im Video gesagt habe, stimmt nicht, beziehungsweise stimmt nicht so, wie ich es vor 2 oder 3 Tagen formuliert habe. Ja, jetzt kommen wir aber zum Fazit. Was halte ich von der Uhr? Ich bin begeistert, das habt ihr gemerkt. Ich finde sie absolut bequem am Arm. Ich finde sie optisch super. Ich finde sie sehr gelungen. Ich finde sie preislich hochattraktiv und freue mich definitiv auf weitere Uhren aus dem Hause Van Dijk. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und schaut euch auch gerne mehr Videos von mir an. YouTube liebt das, wenn ihr jetzt weiterguckt. Ich weiß, es ist eine totale Zumutung nach jetzt fast 30 Minuten, eine Woche am Arm, aber wenn ihr wollt, macht es gerne. Mich freut es, YouTube freut es und vielleicht habt ihr auch Spaß dran. Bis dahin, tschüss, euer Axel.